Willkommen zurück mitten im Kampf und wir greifen alle wieder mit dem Schwert an. Sturmkugel. Oh, das zieht uns viel ab. Oh, oh, oh. Okay. Aber Atea hat den Valorzauber. Und damit wird sie Maxim wieder fit machen. Und uns alle anderen auch noch, auch wenn wir eigentlich nichts brauchen. Oder nicht viel. Machen wir jetzt direkt nochmal alle fit. Und greifen den Panzer weiter an. Der müsste nämlich gleich aufgeben. Kugelhagel, oh Gott. Hat uns wieder einiges abgezogen. Interessiert uns aber nicht. Wir machen nochmal Valor und der Rest greift an. Und Selan 553. Maxim 389. Und Guy 281. Aber er lebt immer noch. Und jetzt greifen wir mal eine Runde komplett wieder an, ohne Auffrischen. Und weg ist er. 40.000 Erfahrungspunkte und das war's mit dem Panzer. Motor erhalten. Das darf doch nicht wahr sein. Ah. Da ärgert er sich. Sein schöner Panzer ist hinüber, ja. Aber jetzt scheint das ganze Schloss irgendwie hinüber zu sein. Bertie und Boris hauen jetzt ab. Was ist denn jetzt los? Er versucht, das gesamte Schloss zu zerstören. Selan, Warp. Und Selan hat uns in Sicherheit gebracht nach Port Travia. Ich musste uns nach Port Travia warpen. Das war knapp. Ob die beiden entkommen sind, wer weiß. Da sind Bertie und Boris. Das war aber ganz schön knapp, Bertie. In der Tat, selbst mir wurde ein bisschen mulmig. Aber Bertie, warum haben die uns denn geholfen? Wenn ich das nur wüsste, ich habe keine Ahnung. Die sind in Ordnung, oder? Es scheint so, eins ist jedenfalls sicher. Die sind nicht losgezogen, um etwas zu stehlen. Was machen wir nun? Wir haben weder die Krone, noch haben wir Geld. Wie lange wird es wohl dauern? Bis du mich endlich verstehst, Boris. Aber Bertie, das ist ja... Wie kann das sein? Als sie am Kämpfen waren, habe ich sie mir geholt. Man muss nur den richtigen Moment abwarten. Bertie, du bist großartig, ein Meister unter den Dieben. Hast du etwa jemals daran gezweifelt? Auf jeden Fall wird heute Nacht gefeiert. Das hört sich gut an, verdammt gut. Jetzt haben wir nur noch ein Problem. Wie kommen wir hier rüber? Die Brücke ist zerstört. Mal sehen, die anderen müssen auch irgendwo hergekommen sein. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Sicher hast du wieder mal recht, Boris. Los, lass uns gehen. Ja, die beiden, wirklich schlau. Haben sie doch noch ihre Krone bekommen. Wir haben den Motor, lass uns jetzt Lexis aufsuchen. So, bevor wir Lexis aufsuchen, machen wir aber eins. Und zwar warten wir uns in die Elfenstadt. Weil ich ja eben schon gesagt habe, da wollte ich ja nochmal hin. Nach Elfenhain und gucken, ob es da einen Zauberladen gibt. Ob wir da diese Zauber kriegen, die Atea auch hat. Ach, und da kommt Atea, wo ist meine Mutter? Es tut mir so leid, ich konnte sie nicht retten. Oh nein, ich vergib mir, bitte. Ich habe versagt. Atea, Dupla, bitte vergib mir. Konnte dir meine Mutter helfen, Atea? Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich nicht überlebt. Dann war ihr Tod also nicht völlig sinnlos. Nun kann sie wenigstens in Frieden ruhen. So, Dupla haut ab. Sind alle Elfen so emotional stark? Das war für sie nicht einfach, ob Mensch oder Elf. Die Trauer bleibt gleich. Hier war nämlich ein Shop und hier gibt's auch einen Zauberladen. Ich hatte es vermutet. Und da gibt's bestimmt auch diese... Ja, hier gibt's nämlich die guten Zauber, die Atea schon hat. Die wir aber leider noch nicht haben. Und deswegen holen wir uns die guten Zauber jetzt natürlich auch. So, wir haben jetzt alle Zauber gekauft, die es hier in dem Laden gab.
Und jetzt können wir zurück nach Port Travia und zu Lexis ihm den Motor, den wir gerade geholt. Ah, nee, nicht Taya. Nein. Da wollte ich doch gar nicht hin. Wieder mal zu schnell gedrückt. Wir wollen nach Port Travia, wollen wir, genau. So, ab in die Stadt und zu Lexis. Ah, ihr merkt schon, dass sich das langsam hier dem Ende zuneigt. Wir haben viel Dialoge. Mehr noch als im gesamten Spiel, so am Anfang und so. Wenig große Tempel, also um genau zu sein, gar keine Tempel mehr. Und hier jetzt bei Lexis. Lexis, wir haben den Motor. Gut, wir haben die Pläne fertig. Marble, komm mal bitte her. Ja? Kannst du Exerion ans Dock bringen? Klar, sofort. Wie lange wird es dauern, um Exerion umzubauen? Dank unserer großen Intelligenz wird es nicht allzu lange dauern. Hier ist es. Auf an die Arbeit. Jetzt sind die da am Rumwerkeln. Sie arbeiten echt hart, was? Ja, hoffentlich machen sie nichts kaputt. Also alle Geräusche in dem gesamten Spiel, ob Bomben, Enterhaken oder sonst was, wurden da jetzt mal durchgegangen. Fertig, wie wäre es mit einer Testfahrt? Oho! Nun kann Exerion auch noch fliegen, ein echtes Traumschiff. Vielen Dank. Falls ihr es kaputt macht, kann ich es wieder reparieren. Zeigt das, was ihr drauf habt und passt gut auf euch auf. Versprochen. Drückt den A-Knopf, wenn ihr fliegen wollt. Verstanden. Maxim, was ist das für ein Geräusch? Das Lufia-Schwert? Nein, doch nicht. Klingt aber sehr ähnlich. Die Todesinsel schwebt über Kirwan. Warum ausgerechnet Kirwan? Was bereitet dir solche Sorgen? Kirwan ist die Stadt auf der Insel Dash. Man kommt dort nur sehr schwer hin. Kein Mensch weiß, wie es dort aussieht oder was für Menschen dort leben. Es gibt noch zwei weitere Inseln um Dash. Die Insel Isht und Inchel. Auf jeder der drei Inseln befindet sich ein Turm der Türme. Die Türme sollen sehr gruselig sein. Warum hat die Todesinsel über Kirwan Halt gemacht? Dieses Geräusch scheint von dem Turm auf der Insel Dash zu kommen. Vielleicht hat die Todesinsel etwas damit zu tun. Die Winde um die Todesinsel verursachen einen Sturm. Turbulenzen? Sturm? Um die Todesinsel? Ja, da sind unnatürliche Mächte am Werk. Das kann nur Daos sein. Er will uns sicher aufhalten. Ich glaube nicht, dass Exerion stark genug sein wird. Wir müssen auf jeden Fall nach Kirwan. Wir können nicht hier rumsitzen und einfach abwarten. Dieses Geräusch beunruhigt mich etwas. Ich ahne Schlimmes. Du hast recht, wir müssen aufbrechen. Also, wir können jetzt fliegen, wie ihr seht. Haha. Und jetzt gehen wir nach Kirwan. Frage ist nur, wo ist Kirwan? Hier ist diese Insel, wovon wir gesprochen haben. Und hier unten ist ein Dorf. Und das ist Kirwan. Wir sprechen mit Leuten. Die Menschen in Kirwan sind seit Generationen von der Außenwelt isoliert. Aber die Überwesen auf dieser Insel sind Wesen des Bösen. Sie bringen nur Leid. Diese Überwesen sind unbeschreiblich böse. Aha, Musik auch sehr geheimnisvoll. Wollen die Höllenfürsten wirklich die Welt vernichten? Das ist eine gute Frage. Hier, fragen mal den Weisesten. Wart ihr schon beim Ältesten? Ja, ich denke, du bist der Älteste. Was sagt die gute Frau? Warum ist die Todesinsel über dem Turm dieser Insel stehen geblieben? Das ist eine gute Frage. Wir gehen speichern, und zwar auf den zwei Speicherständen hier. Achso, ich habe mit Atea jetzt gar nicht mehr gelevelt. Aber egal, ist Atea halt nicht Level 99. Das können wir hinterher, wenn ich Lust habe, kann ich das hinterher auch noch machen. So, wir gehen erstmal in den Shop und kaufen uns nochmal die stärksten Waffen, alles was es hier gibt. Das stärkste, was wir nehmen können, kaufen wir. Nur das Beste. Ah, Atea hat was bekommen. So. Jetzt haben wir auch schon die stärksten Sachen gekauft, die wir haben können. Wir werden jetzt aber trotzdem nochmal auf Rüstung gehen. Und wie ich die ausrüste, die Leute, das zeige ich euch im nächsten Part, weil meine Zeit ist leider schon wieder vorbei. Also bis zum nächsten Mal, euer TT-Gamer.